Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor der 32. Runde. Wir spielen morgen um 18.30 Uhr gegen den Eiskönigin St. Pölten in der Merkur-Arena. Ich darf mir den Cheftrainer Franco Foda und James Jacob begrüßen. Vorweg die Information. Wir starten morgen mit unserem Abo-Verkauf. Der Flyer ist bereits zu allen Abonnenten und Mitgliedern auf dem Postweg oder vielleicht schon angekommen. Wir starten mit der Early-Bird-Aktion, mit den vergünstigten Abos. Es gibt eine Las Vegas-Reise zu gewinnen, also ein nettes Goodie. Alle Infos dazu unter sksturm.at/abo2017 auf unserer Website. Außerdem wird morgen Trainerlegende Ivica Osim 76 Jahre alt. Franco, morgen geht es gegen St. Pölten. Der Gegner hat eine andere Ausgangssituation als der Gegner letzte Woche. Welches Spiel erwartest du? Ja, St. Pölten steckt noch mitten im Abstiegskampf. Also insofern treffen wir auf eine Mannschaft, die da morgen auch alles investieren wird, um das Spiel zu gewinnen. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, haben aber im Winter gute Transfers getätigt. Ist eine andere Mannschaft als im letzten Jahr. Haben viele neue Spieler dazu bekommen, haben bis jetzt im Frühjahr gute Leistungen abgerufen. Und wir müssen morgen wieder an die Grenzen gehen, alles investieren, um dann das Spiel auch gewinnen zu können. Jimmy, wie wichtig wird die Unterstützung der Fans in den letzten paar Runden, gerade auch bei den Heimspielen, sein? Ja, für uns ist es immer wichtig, dass die Fans unterstützen uns, und bis jetzt waren sie super. Also in jedes Spiel hast du das Gefühl, dass sie war hin zu uns, auch wenn wir nicht so gut gespielt. Und ja, morgen wird es auch wichtig, und es ist auch wichtig als Spieler, dass wir in die ersten Minuten zeigen, dass wir da auf Platz sind und will das Spiel gewinnen. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Bitte schön. Herr Foda, in den letzten Spielen wirkte die Mannschaft nicht mehr ganz frisch. Was werden Sie versuchen, um für die letzten Partien das Maximum rauszuholen? Welche Maßnahmen werden Sie setzen? Ja, also die Frage kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also weil wir bei Austria Wien, glaube ich, von Beginn an sehr, sehr gut im Spiel waren. Wir haben viel Tempo nach vorne gespielt. Mattersburg, zweite Halbzeit, waren wir, glaube ich, 73% im Ballbesitz, haben auf ein Tor gespielt. Also da jetzt zu behaupten, da würde die Frische fehlen, glaube ich, bin ich anderer Meinung, sondern es geht einfach darum, dass wir in diesen Spielen die Torsituation, die wir vorgefunden haben, die haben wir einfach nicht ausgenutzt. Ja. Austria Wien hätten wir normal, bevor die das erste Mal vor unser Tor gekommen sind, hätten wir normal in Führung gehen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Und das bedeutet für das morgige Spiel, dass wir einmal in der Defensive die individuellen Fehler abstellen müssen und dass wir klarerweise auch dann auch die Möglichkeiten, die wir morgen auch bekommen werden, die müssen wir einfach dann auch eiskalt ausnutzen. Ja, da müssen wir effizienter werden als in den letzten Spielen. Bitte. Einige Spieler stehen vor einer ungewissen Zukunft, da der Vertrag im Sommer ausläuft. Glauben Sie, dass sich das auf die Leistungen der Mannschaft auswirkt? Ja, ist eine schwierige Frage, aber generell ist es ja so, wir sind alle Profis, müssen mit gewissen Situationen auch umgehen können. Klar ist es vielleicht für den einen oder anderen Spieler keine einfache Situation, wenn man noch nicht weiß, was im nächsten Jahr ist. Aber das betrifft ja, glaube ich, nicht nur uns, sondern auch ist das auch bei anderen Vereinen der Fall. Und ja, man muss einfach mit der Situation umgehen können. Das ist wichtig. Ich habe nach wie vor großes Vertrauen und bin auch der hundertprozentigen Überzeugung, dass jeder Spieler, der jetzt für Sturm noch unter Vertrag steht, dass er bis zum Ende alles gibt, um erfolgreich zu sein. Gibt es Auswärtsspiel trotzdem Auftrieb, aber wenn man verloren hat, das war eine sehr gute Leistung, ohne die Einführung. Ja, nochmals, ich bin generell jemand, der versucht, die positiven Dinge rauszuziehen. Und das war so, dass wir eigentlich, wie gesagt, in der ersten Halbzeit das Spiel gut war, aber letztendlich ist es so, das Ergebnis unterm Strich bleibt bestehen. Wir haben 4-1 verloren, wir haben zu viele Fehler gemacht und wir wollten das Spiel klar gewinnen. Ja, das ist uns nicht gelungen und dass wir dann alle auch unzufrieden sind, ist auch normal, dass auch die Fans unzufrieden sind, das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, jetzt sind wir in der Phase der Meisterschaft, jetzt geht es einfach um alles. Wir sind noch mittendrin. Ja, wir haben immer noch die Möglichkeit, auch aus der eigenen Kraft noch den dritten Platz zu erreichen. Und sollte uns das gelingen, bin ich der Meinung, haben wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und
Jetzt gilt es einfach, alle Kräfte zu bündeln, ja, und gemeinsam einfach aus dieser Situation jetzt rauszukommen. Und klar, morgen, wir spielen zu Hause, ja, wir spielen zu Hause und sollten klarerweise unbedingt 3 Punkte holen. Aber auch das Spiel gegen St. Pölten, ja, das wissen wir alle, es wird kein einfaches Spiel. Und da müssen wir auch die nötige Geduld haben. Aber für mich ist einfach wichtig, dass die Mannschaft da morgen auch 90 Minuten alles abruft und alles unternimmt, um dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Gibt es noch eine Frage? Bitte. Lukas Spendlofer fällt morgen aus. Ging die Austria-Weg da ja auch etwas angeschlagen? Wäre es da vielleicht besser gewesen, Dario Marasic von Beginn an zu bringen? Lukas Spendlhofer war gegen Austria Wien nicht angeschlagen, er war topfit, er hatte die ganze Woche vorher trainiert und Spendi hatte eine sehr, sehr gute Saison gespielt und dann war es doch logisch, dass Spendi, wenn er wieder 100% fit ist, auch zum Einsatz kommt, dass ihm jetzt da am Ende des Spiels ein Fehler unterlaufen ist, das passiert. Ja, es sind Menschen, keine Maschinen. Im Fußball passieren Fehler. Wir haben leider in diesem Spiel den einen oder anderen zu viel getätigt und insofern, morgen wird es wieder anders aussehen. Spendi hat sich in dem Spiel gegen Austria Wien verletzt, aber an einer anderen Stelle. Es war nicht die Verletzung am Knöchel, sondern an einer anderen Stelle. Und er wird morgen mal definitiv ausfallen. Und wer dann morgen spielen wird, das werde ich dann morgen nach unserem letzten Training dann entscheiden. Kommen im Prinzip zwei Spieler in Frage, entweder Simon Piesinger oder Dario Marisic. Oder ich stelle um wieder auf eine Dreierkette, also diese Optionen sind noch offen. Jimmy, auf was wird es dort ankommen? Gegen St. Pölten, vom kämpferischen her, vom spielerischen her? Auf was wirst du vor allem im Mittelfeld Wert legen, mit wem auch du immer zusammenspielen wirst? Also ich glaube, du siehst Woche für Woche, dass in dieser Liga jedes Spiel zuerst musst du aggressiv spielen gegen den Ball und jedes Spiel ist intens. Und zuerst musst du gleich wie die andere Mannschaft das machen. Also wir wissen, dass in Polen jetzt in einem Abstiegskampf ist und dass sie wird sehr aggressiv spielen und wir müssen das gleich machen. Und danach dann müssen wir zeigen, unsere Qualität mit dem Ball. Und im Mittelfeld für mich ist das Gleiche. Das ist immer die Gleiche, dass du musst zuerst in das Spiel zweite Bälle gewinnen, Zweikämpfe gewinnen und so. Und dann mit Ball Qualität und nach vorne spielen. Und morgen ist es wieder so. Bitte schön. Wenn Simon Piesinger morgen in die Innenverteidigung rückt, wäre theoretisch Sandy Lovric auch ein Thema für das Mittelfeld. Gibt es vielleicht schon eine Tendenz im Sommer, wohin es für ihn gehen wird? Also Sandy war jetzt 2 oder 3 Wochen verletzt, hat aber jetzt in dieser Woche nochmal wieder mittrainiert. Generell ist es so, wenn ein Spieler 3 Wochen weniger trainiert hat, ist es schwierig, ihn von Anfang an zu bringen, gerade jetzt in dieser Phase, wo es um sehr, sehr viel geht. Aber ich bin der Überzeugung, dass er dann ab nächster Woche dann wieder 100%ig auch für uns bereit ist. Habe immer betont, dass Sandy ein Spieler ist, der leider Gottes in dem Spiel, wo er dann auch die Möglichkeit hatte, war er sehr präsent, hat eigentlich von Beginn an gezeigt, dass er viel, viel auch gelernt hat in den letzten Monaten. Einmal an der Persönlichkeit, aber auch an seinem Spielverhalten. Was einmal das Defensivverhalten betrifft, auch diese Aggressivität im Spiel gegen den Ball, dass er Qualitäten hat im Spiel nach vorne, das weiß ich. Und klar, er ist ein junger, talentierter Spieler, kommt aus der Sturmjugend und ich werde von meiner Seite, und da sind wir auch innerhalb des Vereines, also was die sportlich Verantwortlichen betrifft, sind wir einer Meinung, dass wir alles unternehmen werden, um Sandy Lovric auch hier bei Sturm zu halten. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung vom Spieler, ob er sich dieser Herausforderung stellt. Ja, aber egal wo, ob er hier bei uns bleibt oder zu einem anderen Verein gehen sollte, es ist im Fußball so, es gibt immer 20 Spieler, der Konkurrenzkampf ist überall gleich und da muss man sich auch durchsetzen. Aber nochmals, es war sehr, sehr schade, dass er sich verletzt hat, sonst hätte er sicher in den letzten Wochen das ein oder andere Spiel mehr gemacht. Also ist Sandy Lovric ein Spiel, auf den Sie nächste Saison bauen möchten? Ja.
Wir bauen auf alle Spieler, die gut sind und Qualität haben, auf die bauen wir. Das ist eine Abschlussfrage. Bitte schön. Du wirst jetzt sagen, wahrscheinlich, du spielst mit jedem gerne zusammen, aber gibt es jemanden, den du bevorzugt als Partner hast im Mittelfeld? Bisinger, Hierländer, Lovric? Nein, also für mich... Weil die Güten zusammenpassen oder nicht so gut? Ja, nein, ich verstehe, aber ich glaube, also als Spieler musst du variabel sein, also ob du Sechser spielst, Achter, vielleicht ein bisschen mehr defensiv, ein bisschen mehr offensiv. Und es muss, also wir können auch mit zwei spielen, wir können auch mit so einem Sechser und zwei Achter spielen. Also gibt's viele, viele Möglichkeiten und wir trainieren jedes Tag mit, also ich kann mit Pisi trainieren, Sandy kann mit Pisi, Heli kann mit Pisi, ich kann mit Heli, also du kennst jeden und kennst die Starke von jeder, also wir haben jetzt die ganze Jahr zusammen trainieren und spielen, also du kennst, wenn du mit einer anderen spielen, wie du musst zusammenspielen, also für mich ist das nur wichtig, dass wenn ich vom Anfang spiele, dass ich meine Leistung bringen und mit meinen Partnern oder meinen zwei Partnern im Mittelfeld, dass wir gut für die Mannschaft funktionieren. Ja, gestern im Training hat der Bobsi rechts verteidigt. Ist es möglich, dass der Koka Pause kriegt, Mann, oder hat das nichts zu sagen? Nein, also ich mische generell immer die Mannschaft. Ja, wir wollen ja auch etwas Spannung aufbauen und klar, auch Pozzi hat jetzt in den Spielen, die er gespielt hat, hat er gute Leistung gezeigt. Und nochmals, jeder hat die Möglichkeit, immer zu spielen. Wir beobachten immer die ganze Trainingswoche und dementsprechend entscheiden wir. Und der zweite Aspekt ist klar, was wollen wir? Wie wollen wir zu Hause spielen? Wo sehen wir die Schwächen des Gegners? Wo können wir sie vielleicht packen? Und dementsprechend richten wir auch unsere Mannschaft aus. Aber auf diesen Positionen, gerade im Defensivverhalten, wenn jetzt auch wieder ein Innenverteidiger ausfällt, ist dann die Frage, ob man dann da zu viel verändern sollte. Nachdem das die letzte Frage war, danke ich fürs Kommen und alles Gute morgen. Danke.